Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Omno. Wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn wir Aquipit verlassen. Irgendwie sowas wie, naja, eine Reifeprüfung, eine Tauglichkeitsprüfung, die wir durchleben müssen, damit, nicht damit wir zu unserem Volk kommen können. Sind wir aus irgendeinem Grund immer noch der Letzte und wir versuchen irgendwie auf den Spuren unserer Vorfahren zu wandeln. Aber warum sind wir dann die letzte Person unserer Art? Ah, da vorne ist das Kleine wieder. Ich sag jetzt mal das Kleine, ne? Der Kleine. Das ist egal. Kleiner Kompagnon. Er scheint einerseits Angst vor uns zu haben, aber auf der anderen Seite uns auch irgendwie zu helfen oder zu führen. Da vorne. Ah, die nächste Welt. Oder das nächste Gebiet. Gnea. Ach so, und da drüben eventuell immer bei diesem, naja, Kreis oder dieser kleinen Plattform da, können wir wahrscheinlich wieder meditieren und bekommen dann eine Übersichtskarte. Zumindest von den wichtigsten Sachen, denn ich glaube, diese Bücher oder diese Steine, die es da gab, die waren da nicht drauf beim letzten Mal. Überall sind Figuren, also gerade am Anfang sind überall Figuren, ja, quasi von uns. Wir können jetzt dashen. Uns dann auch gleich, ne? Ach, wie cool. Geh mal zuerst hier hin, weil eigentlich führt es uns ja zunächst hier. Nur wer das Licht findet, wird Freiheit finden. Das klingt schon wie so eine Art Prüfung. Was sind das für süße Viecher?
ist erstaunlich still. Nur die Rufe eines Altiraks in der Ferne. Aber ich kann nicht länger warten, nicht länger zögern. Das Licht im Tor, auch mich. Ich jetzt hier. Flums. Besessen von allem, was glitzert und glänzt. Und hier, Lumibees. Sie leuchten nur in Gesellschaft als Zeichen für Kameradschaft und Einheit. Ja. Weit gehüpft oder zu weit gedasht. Zu kurz gedasht. Ja, das passiert, wenn man lange nicht mehr spielt. Also generell nicht spielt. Man wird komisch im Kopf. Okay. Da runter geht's. Okay, man muss also in die richtige Richtung zeigen oder laufen beim Dashen. All dies lasse ich zurück. Die Wesen, Schönheit. Für eine bessere Welt im Licht. Wie wird sie aussehen? Welt hinter dem Tor. Ich werde es bald wissen. Tja, auch wir werden es eventuell irgendwann wissen. Oh! Wir haben Angst. Lebhafte kleine kleine Wesen, die sich stets als Rudel bewegen. Ohne Gesellschaft werden sie schwächer und verenden schließlich. Nein! Nein, dann gehe ich weg. Wenn ihr sonst Angst habt und weglauft voneinander und dann verendet, nein, dann gehe ich. Guckt, dann könnt ihr da drüben weiterspielen. Okay, das war jetzt erschreckend einfach. Ah, da ist es zum Meditieren. Brummos. Brummos. Ah, hab ich nicht. Bleib doch hier. Oh Mann, du bist kleiner. Aber es stimmt schon, was die Steine schreiben. Es ist ruhig und es ist still. Ab und zu hört man hier und da die kleinen Laute der
einzelnen kleinen Tierchen, aber ansonsten gibt es hier nichts. Keine Feier. Nicht mal irgendjemand, der trauert um jemanden, der weggegangen ist, von uns gegangen ist. Irgendetwas, was nach Zivilisation sich anfühlt. Aussieht auf jeden Fall. Wir haben viele Städten, man kann da was tun, die Sachen bewegen sich. Aber wir sind die ganze Zeit allein. Ich bin gespannt, wie sich das auflöst. Als wäre es gestern gewesen, dass Brücken und Wege bewandert wurden von den Meinen. Das Flüstern des Windes in den Felsen erinnert mich an die Zeit vor dem Aufbruch. Ein Volk in Harmonie mit allen Wesen. Okay, es gab einen Aufbruch. Das bedeutet... Das bedeutet, irgendwann sind diese Wesen mal... okay, ich weiß. Ich verstehe das Pattern. Alles klar. Zuerst hierhin. Und dahin. Dorthin. Und dahin. Und dahin. Und dorthin. Mit eingebaut hat. Ach, schön. Okay, dann müssen wir bestimmt hier hinten lang. Kann ich hier hoch? Ja. Geklappt. Zählen die hier mit? Ja. Nein. So, das heißt, das dann noch. Das heißt, wir brauchen aber offenbar genügend Energie oder genügend Licht. Wir haben jetzt Licht. Ja. Ja, ich weiß, wir haben die anderen schon gehabt. Ist doch egal. Okay, wir können also auch relativ liebevoll, ohne sie jetzt zu erschrecken, mit diesen ganzen Tierchen, naja, relativ, ne? Wir können dieses Licht von ihnen einsammeln. Und von unserer Umgebung. Von allem, was uns umgibt, sozusagen. Außer wenn man jetzt so kloppt ist wie ich gerade. Mir geht's natürlich nicht. Nee, die Bücher sieht man wirklich nicht, aber die Schriften. Ich würde eigentlich nur mal gucken wollen, nicht, dass ich irgendwelche Schriften hier verpasse. Okay, also was passiert hier? Hm. Ah,
schiebt uns hoch. Genau, das habe ich mir gedacht. Und hier passiert dann was. Ah. Aus Versehen auf die linke Maustaste gegangen. So, okay, pass auf, dann mach ich da mal. Mal hier. Sehen, wenn ich jetzt mich hier hoch katapultiere, dann darüber, dann darauf und dann darauf. Okay, was ist denn das da oben Schönes? Ja, nee, ist klar. Schön. Das, ja. Gut. Aber das geht ja noch. Ich hatte Angst, dass diese kurzen Abstände hier zu kurz sind, zu lang sind für das normale Springen. Aber sind sie zum Glück nicht. Daher geht's. Näher Plateau. 100%. Ja. Das beenden wir dann mal, ne? Phobos. Nicht sehr agil, aber mit genügend Ausdauer, um ganze Kontinente überfliegen zu können. Oh. Okay. Hier Altirax. Die Wächter der Schlucht, tief im Nebel lebend. Ihre Rufe hört man meilenweit. Schön gemacht.